sein an ersten Liga. Die muss ab, aber Reval ist wieder da und holt einfach mal kurz an. Die Sieg-Ski ab. Heute findet im Experion in Köln mittlerweile zum vierten Mal das Finale zwischen Bremen und Karlsruhe statt. Unser großes Grand Final der League of Legends Summer Season. Bremen hat es geschafft, mit den Spiel-Upgrades auf der Botlane mit Neon und Dreamplay das beste Liner von Bremen bisher auf die Beine zu stellen. Das ist ihre beste Chance, gegen Karlsruhe zu gewinnen. Karlsruhe sind einfach nicht ohne Grund amtierender Meister. Dreimal hintereinander wirklich gewonnen und zweimal davon auch im Best of 3. Und jetzt kommt noch dazu, sie haben nochmal ein stärkeres Roster. Sie haben meiner Meinung nach das stärkste Karlsruher Roster aller Zeiten. Striker ist ein sehr eigener Charakter und das zeigt sich auch in seiner Spielweise. Er ist sehr Hit oder Miss und dementsprechend bringt er sein Team zum Sieg oder reißt ihn in den Abgrund. Bisher hat es in jedem Offline-Event geschafft, Autofill auszuspielen, aber heute sind die Karten nochmal neu gemischt. Heute ist der Tag der Entscheidung, wer wird Meister im Uniliga-Sommersemester 2020. Wenn Karlsruhe gewinnt, werden die alleiniger Rekordmeister und das wäre auch crazy. Ein neues Team, das dann allein an dieser Spitze steht. Wenn Bremen aber gewinnt, dann schaffen sie es eben, diese Siegesserie von Karlsruhe zu beenden und auch den amtierenden europäischen Meister zu schlagen. Und damit herzlich willkommen live aus Köln, hier in Experion. Es ist das Ereignis, auf das wir alle seit Wochen gewartet haben. Das Uniliga League of Legends Grand Final zwischen dem KittesC White und den Bremer Brüdern. Mein Name ist Bertin Crafty Schillinger und ich freue mich, euch heute hier begrüßen zu dürfen. Ich habe schon gesagt, live aus dem Experion. Mal wieder ein Offline-Finale in der Uniliga und es ist einfach immer wieder etwas Besonderes. Man kann die Anspannung hier schon förmlich spüren und ich bin froh, dass wir es auch in diesen Zeiten wieder geschafft haben, euch so eine Offline-Experience präsentieren zu können. Und ein Mann, der dazu auch maßgeblich beigetragen hat, der steht jetzt hier mit mir am Tisch, nämlich Sebastian Kaub, Geschäftsführer vom Experion Köln. Hallo. Hi. Ja, erstmal vielen Dank natürlich, dass wir hier heute sein dürfen, dass das Ganze hier stattfinden kann. Trotzdem werden die einen oder anderen wahrscheinlich noch nicht wissen, was das Experion eigentlich ist. Also was macht ihr? Ja, Experion ist eine neue Location von Saturn im Herzen von Köln auf 3000 Quadratmeter. Haben wir versucht, das Thema Gaming, E-Sports, Social Media auf eine andere Art und Weise zu interpretieren, als man das von Köln kennt und auch aus dem Saturn. Das heißt, wir haben auf 3000 Quadratmeter eine riesengroße Gaming-Location mit über 28 Partnern, die man aus dem Gaming kennt. Microsoft, PlayStation, Asus, Omen, also alles, was man kennt. Man kann neueste Technik ausprobieren mit den Spielen in Verbindung, was so normal im Saturn nicht geht. Wir haben eine 16er-Area, wo man halt auch ein paar Spiele spielen kann, die man sonst so öffentlich nicht spielen kann. Eine große Bar, wir haben als Partner mit Red Bull die längste Red Bull Bar der Welt mit 28 Metern vorne im Eingangsbereich und natürlich das, wo wir gerade drin stehen, da wird man mit Sicherheit heute im Laufe des Tages noch viel von sehen, nämlich unseren Eventbereich, eine Arena, wo knapp 200 Leute nach Corona sitzen dürfen, mit einer großen Bühne, wo wir gerade auch draufstehen, einer Regie, Social Media Hubs, wo heute drin gespielt wird, wo sonst in Zukunft Caster und Influencer sitzen. Das heißt, das Thema E-Sport ist also auch was euch aktiv beschäftigt hier auch in Köln? Ja, total. Also gerade im Bereich Events. Wir haben eine Kooperation mit SK Gaming, wird dem einen oder anderen bekannt sein, wo hier vor Ort trainiert wird, aber auch gespielt wird. Und klar, dem Thema E-Sports wollen wir gerade mit Events hier aus dieser Arena Rechnung zahlen. Ja. Das sind gute Neuigkeiten auf jeden Fall, zumindest für alle, die die Möglichkeit haben, hier nach Köln zu kommen. Ich danke dir auf jeden Fall nochmal vielmals. Sehr gerne. Dass wir hier sein dürfen und dass das hier heute hoffentlich auch, wenn hier keine Zuschauer sitzen dürfen, trotzdem natürlich ein riesengroßes Event wird. Also wenn ihr gerade in der Nähe seid,
kommt vorbei nach Köln, hier ins Experian und seid live mit uns dabei. Und damit würde ich sagen, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, um auch mal auf die Teams zu gehen, schauen, um die es hier heute gehen wird. Denn es ist ja, wie ich gerade schon gesagt habe, das Uniliga-Finale zwischen dem Kittesee White und den Bremer Brüdern. Gab es schon ein paar Mal in der Geschichte der Uniliga und die Bremer mussten bisher immer den Kürzeren ziehen. Aber vielleicht ist heute der Tag gekommen für die Bremer Jungs. Hier sind sie. Schaut sie euch an. Also mein Name ist Phil, ich bin 21 Jahre jung. Ich spiele jetzt für Bremen seit 2017 und bin die Jungle-Position. Ja, ich bin Robin Theiss, ich komme auch aus Bremen, also ich studiere auch in Bremen und dementsprechend spiele ich auch für das Team Bremen. Ich heiße Nick Kanetski bzw. Rewal, bin 23 Jahre alt und spiele für die Bremer Brüder in der Mitte. Ja, Namenswechsel kam daher. Wir hatten jetzt überlegt, wir haben wieder zwei neue Teammember bekommen. Wir brauchten einfach einen Tapetenwechsel, das war jetzt wichtig. Zwar Bremer Brüder hört sich nicht besser an, aber das signalisieren wir halt. Wir sind die Bremer Brüder. Wir zeigen, wir sind fünf Leute, die sich gut verstehen, die Spaß dran haben. Wir spielen nicht nur zusammen, sondern wir machen auch Dinge. Und wir sind halt, wir halten zusammen wie Brüder. Mit Bremen Rolanduni hat es nicht geklappt, mit den Bremern Brüder wird es klappen. Dortmund haben wir so ein bisschen unterschätzt. Wir dachten, yo, Dortmund machen wir auf jeden Fall relativ leicht nass. Haben sie dann 2-0 gemacht. Und dann haben wir sie so ein bisschen unterschätzt. War dann natürlich nicht so geil, dass wir dann ins 2-2 gegangen sind. Aber dann das letzte Spiel zu gewinnen, wir wussten wieder Finale gegen Kitt. Das ist die Tradition, sag ich mal, die mussten wir bewahren. Und gut, Training bei uns ist immer so ein bisschen schwierig. Phil war ja sehr lange verletzt, das heißt, war richtig schwierig, überhaupt wirklich viel zu trainieren. Also wir haben auf jeden Fall ein paar gute Cheese Picks eingepackt. Ne? Also ihr werdet auf jeden Fall ein bisschen was Besonderes sehen. Vielleicht kommt auch mal, ich kann jetzt mal kurz liegen im Interview, vielleicht kommt Phil Sticks Mitte, vielleicht. Und ja. Wir werden noch sehen, was noch kommt. Das wird ein bisschen überraschend. Also sind wir ehrlich, wenn wir nicht gewinnen wollen würden, würden wir nicht herfahren. Also natürlich haben wir die Ambition zu gewinnen. Aber ich glaube, wenn, dann wird es auf jeden Fall eine knappe Geschichte. Also ich glaube, wir werden 3-1 gewinnen. Vielleicht auch 3-2, aber ich vertraue uns einfach mal und sage 3-1. Ach, ich glaube gegen Kitt, ach, da brauchen wir keinen Druck. Da werden wir keinen Druck haben. Die machen wir komplett nass. Und das wird ein cleanes 3-0. Da gibt es keine Drucksituation für uns. Also Kitt, ich habe ja immer gesagt, es wird ein 3-0, war dann wahrscheinlich auch ein 3-0 für euch. Jetzt gehe ich wahrscheinlich ein bisschen sachte ran, aber dann würde ich wahrscheinlich auch einfach lügen. Also von daher, es wird wieder ein 3-0 für Bremen, das ist eine klare Kiste. Ja, eine klare Ansage auf jeden Fall hier von den Bremer Brüdern. Aber wie viel steckt da wirklich dahinter, das werden sie hoffentlich heute auch noch in-game dann zeigen können. Auf der anderen Seite natürlich das Team vom Kitt SC White, dreifacher Uniliga-Champion schon. Sie könnten hier heute das vierte Mal in Folge gewinnen. Sie sind amtierender Europameister, also das kann sich sehen lassen. Sind heute aller guten Dinge vier für die Jungs vom Kitt SC. Hier sind sie. Hey, ich bin Jan Drakeifen und ich spiele Support für Kitt SC White und bin auch der amtierende MVP. Ich bin Philipp alias Striker und ich bin 24 und spiele für KTSC die Jungle-Position. Ich heiße Luka Prentovic oder auch anders bekannt als Gentleman Hero und ich bin der Toplaner für KTSC White. Ich denke, die Saison lief, könnte man sagen, ziemlich gut. Ich finde, ich habe mich auch einfach als Spieler gesteigert durch die Season. Hab auch gegen Anfang ein bisschen zu arrogant die ganze Sache angegangen, hab dann auch ein paar Games einen kleinen Realitätscheck bekommen. Ich denke, der schwerste Punkt für uns war UEM Semis, weil es auch ein Best of 3 war und nicht ein Best of 5. Das heißt, wenn man ein Game einfach verloren hat, dann war man schon ein bisschen am Schwitzen. Generell, also ich spiele selber, habe viele Ressourcen gerne für mich, aber letztendlich hilft es ja auch, dem Team zu gewinnen letztendlich. Mit Striker zu spielen ist natürlich für ihn zu spielen, aber wenn man das hinbekommt, dann hat man damit einfach eine Winning Condition. Und generell, also wenn ich dann selber, sag ich mal, einen Vorteil mir erspielt habe, dann kann ich auch dem Team helfen, mein Team zum Sieg führen. Deswegen würde ich nicht sein, dass der so egoistisch ist, der Spielstil. Wenn man gewinnen will, dann holt man sich Striker und spielt für ihn. Also eigentlich denke ich, dass da beide Teams ganz locker rangehen können, weil wir haben ja schon dreimal gewonnen und wenn es vielleicht gehen vieles Mal und ihr habt ja schon dreimal verloren und vieles Mal zu verlieren, ne, braucht man sich ja keinen Stress zu machen. Ja, Carmo, du kannst dich warm anziehen. Ich glaube, wir werden bald nicht unsere Main Champions bekommen, aber ich kann dir damit beweisen, dass ich der flexiblere Spieler bin. Bremen, wissen es doch beide.
Es ist egal, welche Spiele wir bringen. Kid größer als Bring. Ja, also auf Seiten der Karlsruher scheint es da nicht anders auszusehen als in Bremen. Also der Trash-Talk ist auf jeden Fall schon mal real. Das ist gut vor so einem Finale. Und ich freue mich, dass wir jetzt hier auch von jedem Team zumindest einen hier auf unserem wunderbaren Sofa oder beziehungsweise auf euren Sesseln hier sitzen haben. Wir haben einmal den aktuellen Rookie-Top-Laner vom Kid SC, Gentleman Hero, für manche wieder sehr Ähnlichkeiten mit Striker haben, könnte daran liegen, dass er sein Zwillingsbruder ist. Und auf der anderen Seite von Bremen, der Star-Jungler quasi, der Uniliga-Veterane Autophil. Schön, dass ihr da seid. Grüß dich, schön hier zu sein. Ja, hallo, ebenfalls. Freue mich auch hier zu sein. Ja, ich fange gleich mal mit dir an, Gentleman Hero. Ich habe es ja schon gesagt, aktuell bist du ja noch Rookie. Es ist dein erstes Finale jetzt heute. Was ist das für ein Gefühl, jetzt hier auf dieser Bühne zu stehen? Also fühlt sich auf jeden Fall ziemlich gut an. Ich finde hier die ganze Produktion fantastisch und freue mich auf jeden Fall auf ein paar gute Games. Ein cleanes 3-0 von KIT natürlich. ja, sonst vielleicht noch ein bisschen Nervosität, aber das gehört immer dazu. Ganz sicher, da geht es mir nicht anders. Aber es ist ja jetzt so, dein Bruder, Striker, schon ein bisschen länger dabei gewesen. Hat er dich da so ins Team geholt oder wie kam das, dass du jetzt quasi auch da den Slot in der Top-Lane einnimmst? Also es ist halt so zustande gekommen, dass ich jetzt mein Master beim KIT angefangen habe und dann war ich schon ziemlich klar, dass wir dann halt zusammen halt im Team spielen werden bei Whites und halt versuchen, die Dynastie weiterzuführen. Ja, am besten gleich die ganze Familie reinholen, das scheint sehr gut zu funktionieren. Ich mal eine Frage an dich, Autophil. Wie gesagt, du bist von Anfang an dabei, du hast quasi alle diese Duelle zwischen dem Kid SC und Bremen miterlebt, bist aber leider der ewige Zweite. Wie fühlt sich das an? Ja, alles andere als schlecht ist, glaube ich, das Falsche. Also es ist natürlich nicht schön, immer Zweiter zu sein, aber wir haben jedes Mal die Offline-Experience mitgenommen und dann ist so ein viertes Finale jetzt nicht wirklich aufgeregt, ist man da natürlich. Ne? Man freut sich auch einfach. Wir haben jetzt zwei neue Spieler, die sind ein bisschen mehr aufgeregt, aber für uns ist das jetzt eine gewohnte Umgebung, sage ich mal. Das heißt, ist für dich so der Punkt gekommen, wo du sagst, heute ist auf jeden Fall Bremen hier on top. Was macht heute das Bremer Team aus oder was macht heute den Unterschied, damit es nicht die vierte Niederlage in Folge hagelt? Ja, ich habe es eben gesagt, wir haben eine neue Botlane, ziemlich sicher auch die bessere Botlane. Unser Toplaner ist jetzt auch Challenger 900 LP gepiekt irgendwas, also Toplaner ist auch besser. Beim Jungle möchte ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, da bin ich wahrscheinlich even. Und den besseren Midlaner haben wir natürlich auch. Also ich bin wahrscheinlich die Schwachstelle so gesehen in diesem Matchup. Oha. Aber ich denke, mein Team hat mich. Das ist doch immerhin schon mal etwas, worauf man aufbauen kann. Eine Frage hätte ich natürlich an der Stelle auch noch an dich, Gentleman Hero. Du hast es schon angesprochen kurz. Wie siehst du denn das Matchup denn gegen Karmann heute? Glaubst du, du hast da die Nase vorn? Also einerseits ist er elo-technisch gerade höher als ich, aber er ist ein Urgottes Gefühl und ich habe großen Respekt vor seinem Urgott. Aber wenn es um andere Champions geht, bin ich, glaube ich, der all-around bessere Top-Laner. Okay, die Ansage ist da. Ich bedanke mich schon mal an der Stelle bei euch. Ich hoffe natürlich, dass es ein spannendes Finale wird. Viel Glück euch beiden und euren Teams gleich. Und man hat schon ein bisschen rausgehört, es ist auf jeden Fall eine Rivalität hier zwischen diesen beiden Teams. Wie soll es auch anders sein? Sie sind schon so oft aufeinander getroffen. Da muss das ja irgendwie zwangsläufig passieren. Deswegen haben wir da mal noch was Kleines für euch vorbereitet. Schaut mal rein. Was macht die Rivalität aus? Natürlich, Phil und Striker haben immer eine Rivalität, schon immer in der Uniliga. Damals haben sie ja noch erstmal in der Relegation gespielt, haben die 3-0 besiegt, sehr einfach. Da habe ich nicht viel von denen gehalten, haben sie sich unglaublich verbessert. Ja, die Rivalität ist natürlich, dass wir wahrscheinlich ein bisschen im Minus stehen. Ich würde jetzt sagen, wir haben wahrscheinlich 3-4 Spiele insgesamt gewonnen gegen Kid und 9, 10, 11, 12 wahrscheinlich schon zweistellig verloren. Aber halt natürlich als Team, ich möchte gegen sie gewinnen, weil langsam reicht es auch zu verlieren. Wo ich wieder dachte, dass sie gute Chance hatten, letztes Semester haben sie dann einfach 3-0 geschlagen und jetzt kommen wir halt zum vierten Finale. Ne? Und diesmal fühle ich mich eigentlich relativ zuversichtlich, dass wir wieder gewinnen. Ja, ich bin heiß drauf, gegen sie zu gewinnen, weil sie haben langsam verdient, es zu verlieren. Sie haben verdient, vom Thron gestoßen zu werden. Wir haben noch einiges gut zu machen. Ich sage immer wieder, würden 3-0, würde ich auch hierbei bleiben. Und damit sind wir jetzt auch endlich angekommen in der
Pre-Final-Lobby, präsentiert von der Techniker Krankenkasse. Ich bin schon richtig heiß und ich freue mich, dass ich jetzt auch meine kompetenten Analysten und Experten hier neben mir auf dem Sofa begrüßen darf. Erstmal natürlich bekannte Gesichter hier aus der Uniliga. Fangen wir mal doch direkt links an, meine beiden Analysten Chris Slogan und David Kingsplay. Und vor allen Dingen auch ganz besonders stolz sind wir natürlich heute auf unseren Special Guest, zweifacher Uniliga-Champion, IULCS damals noch Qualifier-Finalist und heute hier bei uns Ginge, der ehemalige Midlaner vom Kittessee. Hallo, schön, dass ihr da seid. Herzliches Hallo. Ja, wir haben es ja jetzt wirklich heute schon ein paar Mal gesehen in den Videos vor allen Dingen, was hier für eine Wolke quasi über diesem Finale ruht, denn da ist wirklich ordentlich Spannung zwischen den beiden Teams, da geht es um viel. Chris, was macht dieses Finale heute aus? Warum ist das so besonders? Das Besondere ist einfach, dass Karlsruhe ja dreimal gewonnen hat und sie sind amtierender Meister, was so die Uniliga-Rekorde angeht, was so die meisten Siege angeht. Ich meine, sie haben in der letzten Season KGB, den Koala Gaming Bielefeld, eingeholt. Die hatten ja auch schon mal zweimal das Finale gewonnen. Das heißt, sie sind eigentlich an sich schon Rekordmeister, können jetzt ihren Rekord aber weiter ausbauen. Damit wird er immer zunehmend schwieriger, dass irgendein Team den auch nur irgendwann in der Zukunft mal einholt. Aber wir müssen natürlich auch sagen, wenn Bremen hier heute gewinnt, dann wird auch Geschichte geschrieben. Denn dann schafft Bremen eben das im vierten Anlauf, was sie die ersten drei Anläufe eben nicht geschafft haben, nämlich KIT zu schlagen und damit eben auch den amtierenden Europameister zu schlagen. Auf jeden Fall. Also das, du hast es gerade nochmal angesprochen, amtierender Europameister. David, ist das für dich auch das, was heute vielleicht so ein bisschen auch nochmal ausschlaggebend sein könnte, so, dass die hier einfach mit so viel Confidence hier reinkommen? Ist natürlich einer der Punkte neben der dreimaligen Meisterschaft plus dieses kleine Böhnchen, Bonus hier noch oben drauf. Es ist eine Hausnummer. Man muss sagen, wie es ist. Kate ist Favorit, klar und deutlich. Nur ich bin auch immer so in der Rolle des Underdogs. Underdogs muss man auch schon relativ sagen bei Bremen, wie Tim, dieser Autofill, das eben schon gesagt hat. Sie sind heiß, sie haben Bock, sie haben ebenso diese Offline-Erfahrung. Und wenn sie heute einfach mal so ein kleines Schnippchen drehen und selbst wenn es mal zum 3:2 kommen würde, das wäre schon wirklich eine Leistung. Und dazu sehe ich Bremen aber im Moment schon imstande. Sehr gut, das heißt, du glaubst auf jeden Fall noch an die Bremer. Ja. Aber dass natürlich da wirklich viel auf dem Spiel steht, das ist klar. Es ist mal wieder ein Offline-Finale, es ist auch einfach ja nochmal eine ganz andere Umgebung. Aber zum Glück haben wir ja heute auch einen Experten bei uns sitzen, wenn es um Offline-Finals geht. Ginge, du warst ja selber mehrfach dabei, du hast zweimal die Uniliga mit dem Kittessee gewonnen. Du hast schon viele Finals erlebt. Was ist das jetzt, was gerade da drüben in den Spielerbooths los ist? Wie fühlt man sich da? Also ich würde sagen, für beide Teams ist es ein bisschen same as ever. Die sind zum vierten Mal im Offline-Finale, treffen sich wieder. Sind auch beide confident. Ich finde, dass Kit halt sehr, sehr scary aussieht. Aber ich bin eigentlich ziemlich froh, dass Bremen noch immer cocky ist, sagen, dass sie 3-0 machen. Ja, das gehört dazu, die Confidence. Ne? Aber das heißt, glaubst du, dass die Karlsruher momentan einfach vielleicht auch das bessere Mental haben, was das angeht? Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, vor allem Striker, der halt schon Uniliga-Veteran ist, der wird auf jeden Fall immer ruhig bleiben. Hatten wir zum Beispiel letztes Jahr auf der Gamescom-Finale, hatten wir 5 Games gegen Bremen. Ich fand, das war die einzige Season, wo Bremen eine gute Chance gegen uns hatte, haben die leider verpasst. Und ich glaube, dieses Mal wird Kit wieder gewinnen. Ja, auf jeden Fall. Wie seht ihr das? Wird auf jeden Fall eine deutlich knappere Sache. Das liegt ja auch einfach daran, dass Corona-testbedingt, also er ist nicht positiv, das müssen wir gleich mal sagen, aber er kam aus dem Risikogebiet, er konnte keinen Test kriegen. Das heißt, der normale Midlaner, Tewang, für Karlsruhe wird ersetzt durch Magier Jo. Der hat auch schon mal das Finale gewonnen. Das heißt, er ist jetzt auf jeden Fall kein drittklassiger Substitute, aber Karlsruhe hat das halt vor 2 Tagen erfahren. Das ist schon, ich sag mal, sowas, was ein Team aus dem Konzept bringen könnte. Da schließe ich direkt an, das muss Bremen ausnutzen. Sie haben die ganze Season immer in diesem einen Team gespielt. Das schweißt zusammen, du weißt genau, wer wann Shot callt, du weißt in jeder Sekunde, was das Team macht. Jetzt aber nicht mehr. Und wie schon richtig gesagt, innerhalb von 2 Tagen, selbst wenn man sich kennt, man hat schon mal die Meisterschaft gewonnen, dieses so umzudrehen, dass das jetzt 100% harmoniert gegen Bremen, die schon, ja, wie richtig gesagt, sehr cocky sind, das ausnutzen müssen. Das heißt, vielleicht noch gezielt der Bands drauf hingehen und dann die Schwächen endlich von Kit, muss man sagen, mal zu erwischen, auch wenn sie Europameister sind.
Ja, das, und das hat natürlich auch zusammengeschweißt. Ne? Also ja. Ich meine, so eine Europameisterschaft bringt nochmal Confidence mit. Und trotzdem hatte man ja das Gefühl, dass gerade in der Vergangenheit, und ich meine, ich erinnere mich jetzt auch an letzte Season auf der DreamHack, irgendwie Berlin immer so eine gewisse Nervosität noch ausgestrahlt hat. Und dass dann irgendwie man das Gefühl hatte, dass sie es eben nicht über die Ziellinie schaffen können. So, weiß nicht, Ginge, glaubst du auch, dass das bei Bremen heute wieder ein Faktor werden können, dass sie da doch vielleicht, gerade jetzt vielleicht auch mit einer neuen Bottlane da irgendwie ein bisschen noch strugglen? Ich glaube, die fühlen sich eben, wie Otto Phil vorhin gesagt hat, die finden, dass die die beste Bottlane in der Uniliga haben. Und jetzt, was den Tausch in der Mitte angeht mit Taewang und Magyayo, ich finde, auf jeden Fall ist Magyayo nicht so gut wie Taewang, aber ich finde, die Team-Dynamic, die hat sich nicht so geändert. Also Taewang war nicht wirklich der Carry, sondern einfach der Support-Midlaner, der sich hochfarmt und vielleicht auch mal Soraka spielt und Striker healt. Und letztes Finale haben wir auch gesehen, Magyayo auf Zilean, auf Karma, hat seine Duty gemacht. Und der Druck liegt halt dann auf Reval. Also ich finde, Reval muss auf jeden Fall Mitte CS-Difference haben, gewinnen, roam. Und dann, wie Autofill vorhin gesagt hat, vielleicht ist er die schwächste Rolle hier. Und einfach Autofill im Jungle helfen gegen Striker. Ja, ich meine, Magyayo füllt diese Rolle so gesehen ja eigentlich perfekt aus. Das haben wir ja schon gesagt, aber wir haben jetzt schon so ein bisschen das Midlane-Matchup angedeutet, aber Tinsch, was glaubst du, ist denn noch so ein anderes Matchup oder was ist für dich so das Matchup vielleicht sogar, um das es hier heute gehen würde, das Matchup to watch? Ich würde sagen, es ist Jungle. Im Jungle, das wäre das Matchup to watch today. Weil einfach, es gibt nicht einen großen Gap, aber schon Gap zwischen Striker und Autofill. Ich finde auch, Autofill hat irgendwie eine Achillessehne gegen Striker. Ich glaube, es gibt auch einen Rekord, wo, ich glaube, Autofill hat nur 3 Games oder sowas gegen Striker gewonnen, wobei Striker schon 20 gewonnen hat. Also auf jeden Fall würde ich Ausschau für den Jungle halten. Sieht ihr das auch so? Gebe ich ihm wirklich voll und ganz recht. Das liegt doch einfach daran, dass Striker und Autofill sehr, sehr unterschiedliche Spielstile haben. Sie haben eigentlich so Spielstile, die komplett konträr zueinander sind. Und wenn wir gerade so ein bisschen bei Spielstilen sind, würde ich sagen, gehen wir auch direkt mal auf die Stats. Und da spiegelt sich so ein bisschen dieser Spielspiel vor allem in einer Zahl auch wieder, nämlich CS Difference at 15. Und da sehen wir einfach, dass Striker halt nur diese, oder nicht nur, aber hauptsächlich halt diese Power Farming Jungler spielt. Er will einfach farmen, er will Ressourcen kriegen. Das haben ja auch seine Teammates schon im Video gerade eben gesagt. Mit Striker spielen heißt im Prinzip, du musst Striker sein Ding machen lassen und du lehnst dich vielleicht auch so ein bisschen zurück, jetzt mal überspitzt gesagt. Und Autofill hat halt eher so diese Jungler, die auch häufig von Profis ein bisschen kritisiert werden. Sowas wie eine Elise, so diese Picks, bei denen man sagt, das kann den Draft wirklich fast schon ruinieren, eben weil du einfach einen Timer auf dir hast. Und was diese CS-Difference at 15 von 10,4 von Autofill nicht so ganz widerspiegelt, ist es halt so ein bisschen Hit und Miss. Er hat halt die Spiele, wo er natürlich klar 30, 40 CS vorne ist, aber er hat auch Spiele, da ist es fast das Gegenteil. Und das ist halt eben so ein bisschen der kritische Punkt bei diesen Early-Game-Jungler, die natürlich auch einen Timer auf sich haben. Und dazu muss man sagen, jungle-technisch ist zu viel möglich. Strich, ich habe gedacht, Autofill ist eher, ja, wir haben ja schon gesagt vorhin, es gibt supportive Midlaner und auch er ist, ohne das jetzt böse zu meinen, auch eher supportive Jungler, eben die Lanes ahead bringen, dass du wirklich den scalenden Midlaner nochmal zusätzlich pusht, dass du das Ganze voranbringst. Und da muss man sagen, ist extrem viel Varianz. Also Outbunds gibt es da auch eher weniger. Du kannst natürlich zwei Ziele nehmen, da kommen wir ja nochmal drauf zurück. Aber was das betrifft, muss man einfach sagen, Striker, sobald er sein Farm hat, ist es hier eigentlich ausfällt. Die Bremer sage ich jetzt mal ganz erlaubt, weil die Jungle-Hoheit ist aktuell wirklich mit der größte Impact. Also für mich hat Autofill eine starke Priorität. Und zwar wegen dem Timer, den du erwähnt hast, die Early Drakes zu securen. Wenn Bremen Kit erlaubt, die Early Drakes zu bekommen, glaube ich, dass die keine Chance haben, weil wir kennen, Kit kann immer outscalen. Toplane spielt nur Carry-Matchup, Fiora, Camille und so Sachen. Die outscalen halt gut. Also es ist sehr wichtig, dass Autofill durch Mitte, durch Botlane spielt und die Early Drakes secured, Early Herald, First Tower nimmt und einfach im Tempo vorne ist. Weil mit einem Cloud Soul, mit einem Drake Soul eher, kannst du eben das Outscalen ein bisschen hinauszögern. Ja, das ist immer so ein bisschen die Sache bei den Drachen. Die sind einfach so Investment Banking. Denn anders als früher, individuelle Drachen sind relativ schwach.
Du musst dann halt auch den dritten und den vierten kriegen. Die ersten beiden bringen dir nicht mehr viel, wenn du dann im Midgame halt komplett abfällst mit deiner Teamcomp und dann alle weiteren Drachen verlierst. Das bringt dir halt einfach rein gar nichts. Aber ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den Jinch gerade angesprochen hat für mich, war eben die Botlane. Denn wir haben schon gesagt, die Bremer Botlane ist momentan so eigentlich die stärkste, die wir haben. Das sagen die Zahlen auch ganz einfach, das müssen wir so sagen. Aber du musst halt auch da drum herum spielen. Wenn du halt keine Jungle Prio hast und keine Mid Prio hast, dann wird das auch schwer, selbst mit diesen Early Game Impact Junglern dann halt auf der Botlane Druck zu machen. Auf jeden Fall schon mal sehr sinnvolle Punkte, die ihr ansprecht. Wie sieht es denn generell, wir haben jetzt schon die Toplane auch so ein bisschen angesprochen und eben wie KidSC wahrscheinlich auch versuchen wird, darum zu spielen. Wie seht ihr denn das Matchup generell? Also jetzt, wenn wir mal wirklich sagen, wir gucken uns Carmon und Gentleman Hero an. Wir haben ihn vorhin schon gehört im Interview, er war da eigentlich relativ confident. Es wird natürlich dann auch gerade viel von diesem Matchup abhängen. Wie seht ihr das? Ja, also das Toplane-Matchup, ich finde Carmon ist ein sehr guter Spieler, der ist auch in Solo Queue Challenger gewesen oder immer noch momentan. Und es gibt halt so diesen Carmon-Debuff, ich habe auch mit den Bremer Jungs geredet, dass Carmon halt offline auf LANs nicht so gut spielt. Ich weiß noch, das erste Finale, da hatten wir ziemlich Angst gegen Carmon, weil der so Sachen wie Renekton gespielt hat. Und wir hatten einen Tank-Toplaner, einen Supportive-Toplaner. Und Renekton ist halt ziemlich gut dagegen. Der hat aber dann im Finale, war er nicht confident und hat Maokai gespielt und einmal Karma. Und das hat uns halt den Sieg sehr erleichtert, weil wir dachten, deren Win-Condition wäre durch Toplane. Und die ist dann halt weggefallen. Also ich finde, dass wenn Carmon confident ist, kann er auf jeden Fall gegen Gentleman Hero halten. Und die Playstyles sind halt komplett verschieden von Bremen. Ich finde, Bremen muss durch Botside spielen und Kid muss eben durch Topside spielen. Und ich finde, wenn Gentleman Hero ahead ist, gut im Spiel ist, dann wird es sehr schwierig für Bremen. Da hat aber mal direkt eine Frage an dich. Du hast ja gesagt, Carmon hat so ein bisschen diesen Offline-Debuff. Gebe ich dir auch voll und ganz recht. Er hat einfach so ein bisschen Schwierigkeiten, sich dann an das Setup eben anzupassen. Okay, du kannst deine Peripherie wie Maus, Tastatur und so weiter natürlich mitbringen, aber Monitor, PC und einfach in diesen Booths zu sitzen, ist nochmal was ganz anderes. Du hast ja auch selbst EOLCS Quali gespielt, ich glaube in der Season 3, ich bin mir nicht ganz sicher. Season 5, ja. Okay. Ist das so ein bisschen was, worauf man sich vorbereiten kann, so dieser Offline-Aspekt? Also was das Season 5 Promotion Tournament angeht, da konnten wir uns schon gut vorbereiten, weil wir vorher von Maus dann ein Bootcamp bekommen haben. Und da durfte man sich dann ein bisschen einspielen. Und die von Riot Games haben uns dann natürlich auch am Tag vorher ins Studio gelassen, ein bisschen unsere Peripherie austesten gelassen und auch ein Game auf der Bühne gespielt. Aber wenn man dann halt in-game ist, ich erinnere mich noch, wir hatten halt dieses White Noise in den Kopfhörern, damit du nicht die Gegner schreien hörst oder falls da, also bei uns war jetzt keine Crowd, aber falls da eine Crowd ist, dass du das auch nicht hörst. Und das hatte irgendwie so eine meditative Wirkung auf mich, weil ich war dann nach 15 Minuten, war ich einfach so fokussiert auf mein Gameplay, dass ich die Kommunikation vom Team nicht mehr gehört habe. Und ich erinnere mich dann auch, dass mein Supporter einmal dann geschrien hat, Jinch, du musst zuhören. Und dann war ich dann wieder dabei, aber auf jeden Fall, man weiß halt nie, auch wenn man schon mehrere Male war, wie man sich dann echt auf der Bühne fühlt, aber man kann auf jeden Fall sich vorbereiten. Vorher ein bisschen meditieren, Augen zu, vielleicht ein bisschen in Custom Game CS hitten, sowas kann man schon machen. Das sind also auch für dich die normalen Übungen gewesen, sag ich mal, oder wie hast du jetzt speziell klar? Also am Anfang war es einfach mein allererstes Turnier, da war ich ziemlich nervös, aber sobald ich auf der Bühne war, habe ich mich wie zu Hause gefühlt. Das war auch überraschend für mich eigentlich. Aber seitdem habe ich halt immer Kopfhörer dabei und ich höre dann ein bisschen Musik, bevor ich auf die Bühne gehe. Und dann meistens hat man ja diese Maximic-Stühle oder irgend sowas, wo man sich nach hinten lehnen kann. Und dann habe ich halt immer Augen zugemacht, 5 Minuten mich hingelegt und dann einfach so alles auf mich einwirken gelassen und dann geht das. Also du meinst, Bremen sollte sich auch kurz zurücklehnen, vergessen, dass du Europameister ist, dreimaliger Meister. Und, ja. Und dann würdest du das auch schaffen? Ja, genau. Okay. Ja, dann hoffen wir doch mal, dass da drüben jetzt hier gleich alle nochmal richtig schön in sich gehen und dann auch mal runterfahren können. Ist ja auf jeden Fall wichtig.
da die Nerven auch einfach zu behalten. Wir haben es ja vorhin schon ein paar Mal angesprochen, eben ist das ein Faktor heute. Also da werden die hoffentlich nochmal, sie haben ja auch hier spezielle Booths, das heißt, da kann man ja auch wirklich unter sich erstmal bleiben, dann nochmal irgendwie ein paar Sachen durchgehen und aber sich nicht von außen jetzt wirklich beeinflussen lassen. Also das könnte ja sicherlich dann letztendlich auch positive Auswirkungen haben auf das Mindset dann von beiden Teams. Jetzt haben wir ja schon über spezielle Matchups auch gesprochen. Was wir noch nicht gemacht haben, ist mal zu gucken, was jetzt eventuell der aktuelle Patch zum Beispiel für eine Auswirkung haben könnte. Also was man auch dazu sagen muss, man darf ja, es wird keinen Yone geben, der ist disabled, also wir spielen leider ohne ihn oder auch nicht leider, das kann man sich jetzt überlegen, je nachdem, ob man Fan ist oder nicht. Aber was glaubt ihr, was gibt es da, worauf man jetzt speziell achten sollte, gerade auf dem aktuellen Patch? Ja, ich mache mal den Anfang. Im kompetitiven Bereich werden wahrscheinlich jetzt auch einige Zuschauer sich wundern, warum ich jetzt Lilia erwähne. Ist aber tatsächlich, da sie mit dabei ist, Solo-Queue, ne, vergesst es, probiert das erstmal in Ruhe aus, aber kompetitiv ist der Wert extrem hoch, weil das Tempo ist dermaßen schnell, schneller als ein Hecarim ab einem gewissen Level, der ja auch aktuell eine sehr hohe Prio genießt, egal wie er genervt wird im Moment. Und gleichzeitig einfach nur diese eine Utility, dass du gleichzeitig, sie könnte reinflashen, gleichzeitig am NQ alle treffen und alle sind eingeschläfert. Wir sehen es, was mit Zoe passiert, wenn sie in der Midlane ist, da reicht eine Bubble und bumm. Und das Game ist vorbei, kann man es mal ganz hart runterbrechen. Und mit Lilia trifft es das Gleiche zu. Das heißt, ihre Utility wird heute, glaube ich, schon genickbrechend sein und die Prio sehr hoch bei ihr jetzt auf diesem Patch, ja. Also Lilia ist ja an sich nicht so der klassische Pick für diese beiden Jungler, aber beide haben gesagt, das ist durchaus ein Pocket-Pick. Wenn sich das anbietet, wenn das in die Team-Comp passt, wird das knallhart durchgezogen. Gehe ich auf jeden Fall auch aus, wie der gute David das schon gesagt hat. Ich finde aber, eine andere Lane ist noch sehr, sehr wichtig, nämlich die Botlane. Denn da, ich habe das selten gesehen, dass man so einen unfassbar geringen Champion-Pool hat. Also wir haben effektiv ja eigentlich nur 3 AD-Carries, die da ganz oben an der eisernen Spitze sind. Ja, genau. Also momentan Caitlyn, Must-Ban oder man muss es first picken. Also der Champion, würde ich jetzt sagen, der ist wirklich gut auf Bremer Seite, weil Kit eben Botside-Weakside spielt. Und damit kann man einfach die Lane super oppressen. Es gibt aber natürlich noch für Redeemed, der hat ja meistens Ashe gespielt. Spielt sich ziemlich gut into Caitlyn, weil sie halt den W-Poke hat und so. Und auch die Ulti. Und wird auf jeden Fall auf Kit-Seite würde ich Caitlyn bannen. Und auch dafür sorgen, dass Redeemed nicht Ashe spielen kann, weil die ist ein bisschen härter zu punishen. Glaubt ihr denn, wir haben ja vorhin die Bremer schon gehört, auch in einem Video. Und Reval hat ja auch schon ein paar Cheese-Picks angekündigt. Also, seht ihr da Potenzial auf dem aktuellen Patch, dass wir da wirklich irgendwas sehen könnten, was wir vielleicht so von Bremen oder auch auf Seiten von KitSC gar nicht gesehen haben? Also, mir würde jetzt bei Bremen wirklich, er hat ja den Fiddlesticks Mitte geteasert. Sehe ich jetzt persönlich gar nicht. Bin ich ganz ehrlich, Fiddlesticks Mitte war so, als dieses Fiddlesticks Rework rauskam, unfassbar stark. Keine Diskussion. Er wurde halt aber zweimal genervt. Und das ist so ein bisschen der Punkt, weil die Stärke von Fiddlesticks Mitte bestand im Prinzip darin, dass du einfach perma pusht, du kannst nicht drumherum spielen, der setzt sich einfach mitten in die Wave, macht den Drain an, hielt sich da um absolut bekloppte Zahlen und da kannst du nichts mehr machen. Was aber interessant sein könnte, ist so ein bisschen dieser Enchanter-Spielstil, den auch Magier-U jetzt mitbringt. Denn der hat eigentlich zumindest, was die Solo-Queue angeht, zwei richtig große Picks, nämlich Karma und Zilean. Und das sind jetzt ja nicht so die unbedingt klassischen Midliner, sag ich mal. Da kommt es auch eben drauf an, auf die Support-Utility einfach wieder. Karma haben wir schon gesehen auf der Top-Lane, in der Midlane. Hauptsache, sie ist mit dabei, um das Team nach vorne zu boosten, den Damage mit anzubringen. Und auf Fiddlesticks nochmal ganz kurz einzugehen, selbst wenn er es sich wagt, muss man jetzt einfach mal so sagen, hast du immerhin eine Midlane, die dauerhaft pushen kann und somit dir ermöglicht, dass der Jungler sich freier bewegen kann, dass er die anderen Lanes im Fokus hat. Wir haben schon gesagt, dass die Botlane großes Ziel mit dabei sein wird, Blizzard und Toplane. Und genau da haben wir es. Also wenn wirklich Fiddlesticks in der Mitte ist, man kann sagen, untötbar, das sicherste, was es gibt, macht keinen Spaß, das anzusehen, aber es wäre möglich. Und da haben wir auch dann die Variante, wie gehen sie heute rein? Dadurch, dass jetzt vor 2 Tagen erfahren wurde, so geht's los, wir wechseln unser Team etc. Da sehe ich eigentlich wirklich diese cheesy Picks, die könnten heute sogar retten. Ja, also auf der Mitte, ich weiß nicht, ob wir es heute sehen oder ob man das Cheese Pick nennen kann, aber Lucian Mitte. Also Lucian Mitte ist momentan der stärkste Blind Pick, vor allem auch über Orianna, weil du halt flexen kannst. Kannst es auf der Top Lane spielen, Mid Lane, auf Bot Lane.
Ich weiß nicht, ob Kamo das jetzt spielt, aber wenn Reval jetzt Lucian spielen würde, würde das auch enablen, dass man AP Jungler gehen kann. Und das ist halt super wichtig. Man kann auf jeden Fall, also wenn man in dieser Meta Double AP geht, Mitte Jungle, das ist, da muss man halt early sehr gut spielen, weil sonst wird einfach Magic Resistance gebaut und dann wird es super schwierig. Also Midlane-Picks, Cheese haben wir jetzt schon. Seht ihr in den anderen Lanes eventuell noch Möglichkeiten, da irgendwie was auszupacken? Ich meine, wir haben auch vorhin jetzt ja schon über diese, gerade in der Top-Lane drüber gesprochen, dass Carmon den Offline-Debuff quasi manchmal hat und dann doch nachher wieder nur auf Tank-Duty oder auf Dog-Champs nachher abgestellt wird, wie man so schön sagt. Glaubt ihr, dass es heute auch wieder passieren könnte oder, dass, oder seht ihr da eher Potenzial und hat er, glaubt ihr, er hat vielleicht sogar noch was in der Hinterhand, um dann eben hier auch Gentleman Hero Paroli bieten zu können? Glaube ich nicht, um ehrlich zu sein. Für mich persönlich, wenn du schon dir vielleicht offline nicht 100% sicher bist, dann sind Cheeses, glaube ich, nicht so der richtige Ansatzpunkt. Einfach weil du bist im Early Game behind, irgendwie deine Taktik geht nicht auf. Okay, du bist in einem Best of 5. Das ist schon mal eine gute Sache, denn du verlierst das Spiel, du hast immer noch mehr als genug Möglichkeiten, das, was zu machen. Aber Carmon hat jetzt nicht so den riesengroßen Champion Pool gehabt in den Playoffs und auch in der regulären Saison, aber halt einen sehr, sehr aggressiven Spielstil. Und das ist für mich persönlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, um gegen Gentleman Hero klarzuhalten. Weil der spielt halt im Prinzip jedes Mal, wenn er es kann, Fiora, Jax, Camille, diese drei Champions. Das sind einfach Champs, die wollen permanent auf der Sidelane bleiben. Die wollen sich einfach hochfarmen und dann zu diesem Late-Game-Monster werden. Und ich habe das so oft gesehen in der regulären Saison, dass man einfach irgendwie, oh, okay, wir holen uns Ornn, Maokai, First Pick, der ist ja safe. Und dann kommt direkt die Fiora, kommt die Camille, kommt der Jax und FF15 gefühlt auf Top. Ja, ist es ganz so schlimm, David? Er hat recht. Ja. Ja, das muss man auch sagen. Natürlich eben auch Picks, wie schon gesagt hat, Maokai etc., also die sicheren Varianten, dass du ins Late kommst. Manche Kombinationen lassen es nicht zu, dass du dorthin kommst. Wir haben ja auch schon vorhin die Drachenkontrolle angesprochen. Wenn du jetzt, nehmen wir als Beispiel, Kid hätte jetzt zwei Drachen, wirst du von Seiten Brems gezwungen, okay, der dritte Drache ist schon sehr arg gefährlich, wir müssen fighten. Wenn du dann aber eben so eine Komp hast, die immer noch mal zwei, drei Level braucht und ein Item fehlt noch, dann bist du einfach eine Bedrohung und wie salopp gesagt, hast du dann schon fast verloren. Du darfst nicht fighten, du kannst nicht fighten. Und wenn dann jemand kommt wie Jax, Camille etc., ist es aus. Du kannst immer wieder jemanden abstellen, der Push per DP dazukommt. Ja, das ist nur so ein kleiner Punkt, aber das ist schon eine Win-Condition hoch 10, ja. Also das Gefährliche, an wenn jetzt Carmon den Carry-Playstyle auf Topline matchen würde, ist halt, dass Kid spielt indirekt eigentlich für Topside. Und Carmon darf sich dann halt in dem Fall echt keinen Fehler erlauben. Weil Carry-Matchups on top, die snowballen halt komplett. Sowas wie Camille gegen Fiora, wenn einer einen Solo-Kill bekommt, dann wird die eine einfach bis vier Items nur noch reingepusht. Also wenn Carmon Topside jetzt diesen Playstyle matcht, muss er auf jeden Fall gut aufpassen, dass Striker und Gentleman Hero, die Zwillinge, ihn nicht einfach holen. Ja, die Synergy ist natürlich auch da. Ich meine, wenn man als Zwillingsbruder ist quasi direkt ein Mindset. Da kann natürlich viel Potenzial da sein. Das heißt, ihr habt es ja schon gesagt, ihr erwartet und ihr glaubt auch, dass sie es machen müssen, dass Bremen eben durch die Bot-Lane auf jeden Fall spielen wird. Wir haben immerhin in der Bot-Lane, das dürfen wir auch nicht vergessen, den Finals-MVP der letzten Season, nämlich Drake Hyphen auf Seiten von Karlsruhe. Also ich meine, das ist es auch nicht umsonst geworden. Glaubt ihr, können wir da auch erwarten, dass Karlsruhe es quasi schaffen kann, da die Aggression, die wir vielleicht auf der Bot-Seite erwarten, das aufzusaugen, damit eben Striker und Striker und Gentleman Hero enabled werden? Die Möglichkeit sehe ich auf jeden Fall, aber man muss sie früh nutzen. Denn Nyon und Dreampar auf der Botlane für Bremen, die machen fast gar keine Fehler. Du musst einfach diesen einen Moment, den man vielleicht auf Level 2 hat, knallhart nutzen. Denn sowohl Dreampire als auch Nyon, die sterben extrem selten. Und die spielen sehr, sehr teamorientiert. Das heißt, die sind immer in einem Fightstar. Sie versuchen da so ein bisschen zu rotieren und einfach konstant die Oberhand zu haben. Und wenn du nicht ahead bist, ist das schwierig, darauf eine Antwort zu finden. Und da ist es, glaube ich, einfach sehr wichtig, dass man sich vielleicht auch so einen Engage-Supporter für Karlsruhe auf der Botlane sichert. Ich meine, Draghalfen ist ja auch für den Nautilus bekannt, spielt aber auch noch sehr, sehr viel Rakan. Rakan Xer wäre natürlich auch eine Botlane-Option. Und das wäre auf jeden Fall ein Angriffspunkt, meiner Meinung nach, den Karlsruhe da hat. Ja, also das auf der Botlane. Ich finde, Redeemed und Draghalfen machen eigentlich ihren Job gut als Weakside, aber das droht immer ein bisschen zu kollabieren. Also ich erinnere mich jetzt an ein Game, und das war halt KidSC gegen Türkei.
die haben das Game trotzdem noch gewonnen. Aber im Early Game hat Türkei ständig Botlane gedived und hat da auch immer Double Kills geholt, Triple Kills geholt. Also das droht halt zu kollabieren. Die Türkei, muss man auch Props an die geben, die hatten da wirklich gute Koordination. Die hatten TF, die hatten eine gute Pushing Botlane und haben das sehr, sehr gut ausgenutzt. Nur leider, es gibt halt wieder den Timer. Und mal hoffen, dass Bremen halt da ein paar Botgangs koordinieren kann, weil das ist auf jeden Fall punishable. Wir haben jetzt schon so ein paar Picks auch angesprochen und ich meine, es ist nicht mehr lange, dann werden wir uns auch hier Richtung den ersten Draft bewegen. Das bringt mich jetzt auch nochmal auf den Punkt, und zwar, was können wir denn erwarten oder was sollten die Teams denn hier jetzt aktuell gerade in diesem Matchup picken oder bannen? Was haltet ihr für absolut Pick-Ban-worthy Picks, die wir hier sehen werden in der Series? Da ist natürlich schon eine Sache, also wenn ich jetzt Richtung Jungle ergehe, würde ich schon sagen, dass ich bei Striker einmal den Hekarim sehe. Es klingt ganz simpel, aber da haben wir jemanden, der wirklich die Hütte einrennen kann. Ja, der ist extrem schnell, sehr mobil, du hast eine super Kontrolle über den Jungle, während die ja gerade wissen, dass Autofill eher der langsame, ruhige ist. Du kannst ihn komplett runterfahren. Ja, das wäre eine der Möglichkeiten aus meiner Sicht. Gebe ich dir voll und ganz recht, aber Striker ist halt, ja okay, sein Hekarim ist schon so ein Pick von ihm, aber eigentlich, wenn du an Striker denkst, denkst du halt an Mundo. Ja. Das ist das eigentlich Entscheidende. Ich meine, Striker ist Donghuap featured, das ist mittlerweile eigentlich schon irgendwie ja, was Besonderes. Man muss aber auch sagen, Carmon ist mit seinem Urgot auch bei Donghuap featured gewesen, einfach weil er, glaube ich, der Rank 1 Urgot auf der Toplane ist und Striker der Rank 1 Mundo auf der Welt. Und das ist halt immer so ein bisschen was Besonderes. Wer spielt denn Mundo Jungle? Niemand. Und die Sache ist, dadurch, dass es fast immer gebannt ist, musst du es eigentlich erst recht bannen, weil du dann nicht weißt, wie du gegenspielst, weil du noch nie gegengespielt hast. Gleichzeitig können wir ja aber auch erwarten, dass Bremen es vielleicht irgendwann mal versuchen wird. Ich meine, ich erinnere mich dann, wir beide haben da gestern auch kurz drüber gesprochen. Wir haben ja mit Magier Yo in der Mitte jemanden, der, sagen wir mal, einen sehr limitierten Champion Pool vielleicht auch hat. Und ich erinnere mich auch an letzte Season, ans Finale. Da wurden sie ja 3-0 gesweept, die Bremer. Und haben auch kein einziges Mal versucht, Magier Yo vielleicht einfach mal auszubannen, was ja bei einem sehr kleinen Champion-Pool schon möglich ist. Ist das was, was heute vielleicht zu einer Strategie werden könnte, das mal zu probieren und vielleicht gerade jetzt auch in den ersten Games Mundo mal offen zu lassen? Weil später ihn offen zu lassen in einem entscheidenden Game 5 oder in einem Game 3, das willst du eigentlich nicht. So, ich finde, es gibt zwei Arten, wie man das handeln kann. Also entweder man sagt, man bannt einfach gar keinen Champion von Magier Yo oder man probiert halt alle auszubannen. Weil wenn du jetzt Zillion bannst und dann pickt der Karma, ich sehe da nicht so den Sinn darin. Das wäre dann einfach ein Wasted Bann. Und ja. Aber meint ihr, also können wir sowas erwarten vielleicht von Bremen heute, dass wirklich mal Karma und Zillion gebannt werden? Ich erwarte es nicht, aber es wäre meiner Meinung nach eigentlich eine gute Idee. Denn wenn du Magier Yo direkt so ein bisschen auf die Weak Side packst, dann hast du halt Mid-Prio. Und mit der Mid-Prio hast du auch immer die Möglichkeit, die Botlane anzugehen. Vor allem, weil Reval doch ein bisschen diese Roam-intensiven Champions spielt. TF ist ja so einer seiner Signature-Picks. Und Jinch hat es ja auch schon angesprochen, TF ist halt prädestiniert dafür, direkt Botlane-Roam. Ich mache dort Action, ich bringe dort meine Botlane nach vorne. Aber ich glaube, es ist einfach nicht worth, da zwei Bans drin zu investieren. Ja, da stimme ich dir zu. Wie siehst du das? Wir müssen auch noch mal Richtung Toplane schauen, etc. Also das Mundo ist natürlich nett, ist auch gleichzeitig, wenn man da auch noch mal kurz drauf eingeht, an sich mega gut, weil du hast immer diesen einen Meat-Shield, der dir alles fernhält. Du kannst auf der anderen Linie wirklich variieren, da kann problemlos die Fiora hinterherkommen, Jax etc. ermöglicht dir alles, weil du kannst dann auch 4-5 so lange gegenhalten, bis dein Toplaner mit dabei ist. Wenn. Oder erreicht natürlich, du hältst sie einfach nur auf, um den Drachen grob contesten, zack, ist die Toplane aber schon eingerissen. Ja. Das sind einfach die Möglichkeiten, also ich würde auch sagen, nicht zwingend outbannen. Im ersten Game wirklich erstmal schauen, wie spielen sie, wie gehen sie heute ran. Erstmal wirklich die Erfahrung sammeln, sich beschnüffeln, sage ich immer so schön. Und ab dem zweiten Game dann siehst du, okay, wo war die Prio? Wurde jetzt wirklich um die Toplane gefokus gesetzt oder doch nur die Botlane? Wenn man natürlich schaut, wer auf der Blue Side startet, da haben wir die Caitlyn ja schon angesprochen, wer nimmt sie, wer kriegt sie, wer bannt sie? Und dann natürlich die Ashe auch noch hinterher. Also ich denke mal, das erste Game ist noch ruhig. Ab dem zweiten Game, dann können wir hier schon auf heißen Kohlen sitzen. Ja, du hast es gesagt, das wissen wir, glaube ich, auch schon. Also Bremen wird auf jeden Fall auf der Blue Side starten. Also das ist zumindest schon mal eine Info, die wir da auch haben. Das heißt, da wäre ja dann schon eben genau dieser angesprochene Kate First Pick eventuell möglich auf Seiten von Bremen. Jetzt haben wir, während mein Mikro sich mal ganz wieder kurz verabschiedet, auf jeden Fall schon einige Picks gehabt, einige Bannmöglichkeiten.
wenn ich euch jetzt hier festnageln müsste, wer das Ding hier heute holt, also wo seht ihr aktuell die Vorteile oder die Nachteile, das nochmal zusammenfassend, bevor wir hier gleich in Game 1 gehen? Chris. Also zusammenfassend, ganz klar, Stärke für Bremen ist einfach die Botlane und auch die Midlane, denn ich fand T1 und Reval immer relativ ebenwertig und jetzt hast du halt einfach Magietto. Jinx hat es auch gesagt, Magietto ist kein schlechter Spieler, aber du hast prinzipiell dort eigentlich so die Prio. Und das ist so das, worum man drum spielen muss. Und für Karlsruhe ist es halt ganz klar, es ist Striker und es ist auch Gentleman Hero. Denn Gentleman Hero hat es ja auch so ein bisschen hier gerade eben schon beim Interview geleakt. Er hat einfach den größeren Champion-Pool, was so die Möglichkeiten angeht. Kamon ist halt an sich Urgott-OTP. Der spielt die anderen Champions natürlich auch sehr, sehr gut, aber wahrscheinlich nicht auf Challenger-Niveau, wenn wir ehrlich sind. Haben wir, glaube ich, auch letzte Season permanent gebannt gesehen im Final, wenn ich mich richtig erinnere. Also da wird er wahrscheinlich nicht so viele Einsatzmöglichkeiten bekommen. Ja, und das ist ja auch nur, da haben wir ja nur die Champions rein, das Spielerische, dann eben doch angesprochen, durch diesen Wechsel ja einmal noch erneut, dann auch diese ja, Meisterschaftserfahrung von allen. Man muss einfach sagen, Kit geht hier einfach mit der stolzeren Brust rein. Sie wissen, wir sind schon einmal Meister, also wir sind schon mehrfacher Meister, natürlich Europameister. Da ist die Prio ganz oben, die sind sich sicherer in ihrer Sache. Also wir werden vielleicht, ich glaube schon eher selten, kleine Fehler vielleicht mal sehen oder Calls, die nicht worth sind. Und da muss ich sagen, auch da bin ich eher für Kit. Die sind einfach sicher in ihrer Sache. Ja, und ganz ehrlich, sich einen Rekord aufstellen mit 4-mal hintereinander, wer will das nicht? Super. Und du, Ginge, wie siehst du es? Ich meine, du bist natürlich ein bisschen biased. Probier mal unbiased zu sein. Also, wie man halt auch oft in der Solo-Q sagt, ich würde sagen, die Series wird durch Mid-Difference entschieden. Also Reval hat alle Karten in der Hand, der muss die nur ausspielen und dafür sorgen, dass Bremen dann endlich den vierten, also nicht den vierten, zum vierten Mal, dann zum ersten Mal siegt. Also ich würde auf ein 3-2 tippen und weil ich doch noch ein bisschen biased bin, sage ich Kit FC. Wäre schön. Also ich meine, wir würden uns, glaube ich, alle über eine 5-Game-Series freuen und ich höre, es ist tatsächlich soweit. Wir haben es geschafft. Wir können die Pre-Game-Lobby, präsentiert von der Techniker Krankenkasse, zu einem Ende bringen. Denn der Draft ist unterwegs, die Teams sind wohl bereit und jetzt geht es hier wirklich ums Eingemachte. Ich bin wirklich gespannt, ob das, was wir jetzt hier auch gerade schon besprochen haben, tatsächlich auch passieren wird und in die Tat umgesetzt wird. Wir reden aber noch kurz weiter. Das ist eine Frage. Ja. Du kannst halt so diesen klassischen Caster-Curse sagen. Du sagst alles an, der ist